Hallo Leute, hier ist der Gusor wieder. Ja, das ist der Typ, der COC macht und so ein bisschen Robocraft spielt und so ein bisschen GTA macht und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in den CV noch rein. Wir haben es jetzt wirklich fast verkackt. Wir gucken mal in die... ja, in die besten Sachen rein, was wir hier so haben. Wie gesagt, mit den heroischen Angriffen, das muss ich mir mittlerweile gar nicht mehr geben. Wir haben hier vom 11er auf den 12er, der Troller ist einfach mal auf Go, Go, Go gegangen und hat sich Go, Go, Go gesagt. Und da schauen wir mal rein. Hat da eine nicht, in Anführungsstrichen, nicht so normale Taktik verwendet, aber... ich würde mal sagen, sie lief ja. So, wir gehen von hier rein. Okay. Das mit den Mauerbrechern hat mich jetzt echt so ein bisschen... aus der Fassung gebracht. Das hätte ich so nicht gemacht. Aber gut, wie gesagt, es hat ja geklappt. Sind wir mal ehrlich, hat ja geklappt. Läuft. Passt. Hätte ich aber anders gemacht. Aber ja, wie gesagt, ich kann es ja im CW nicht so wirklich. So. Aber dann ist die, dann scheint die Taktik ja so grundsätzlich aufzugehen. Weil Townhall-mäßig ist der ja nun mal der gutste Junge hier, außer hier die Teslas und hier der Bogie-Turm so. Naja, ist er ja sonst relativ maxed. Weil dann müsste ich das ja mit der Taktik auch auf der Reihe kriegen, einen 3-Star hinzuruppen. Die Magier ruppen hier einiges weg. Ah, gut, dass der King sich dann für die Packers entschieden hat. Weil die Packers können da natürlich austeilen und dem King dann halt ordentlich einen reindrücken. Weil das wäre, wenn der jetzt auf die Magier gegangen wäre, eine ziemlich tricky Kiste geworden. Die hätten ihm da zwar auch gut einen reinhelfen können, aber dann wären natürlich einige Magier weg gewesen. So, aber ansonsten ist das natürlich eine geile Nummer. Und nicht mal ein knappes Teil. Also von daher hatte das Ding echt Stil. Nett. Die 98%, den gucken wir uns auch mal an. Ah, ist aber, muss ich echt sagen, also das finde ich auch so. Also da ist dann auch so eine Base zum Luftangriff, weil das ist halt echt ein bisschen, würde ich ein bisschen schwierig finden, so mit ans Rathaus reinkommen. Giftspell gut gesetzt, auf jeden Fall. Drache ist schön drin und wird natürlich jetzt von den Magiern bearbeitet und die Queen gibt da auch ihren Senf dazu. Ja, hier natürlich echt ein Problem. Hier natürlich echt ein richtiges Problem. Der Lavahund ist da ewig am Machen und am Tun und am Machen und am Tun und es geht aber nicht weiter. Also ich würde sagen, diese Sequenz hier mit den Luftfegern war definitiv kriegsentscheidend. Auf jeden Fall. Ganz klare Geschichte. Alter, no way. Ja klar, und dann sind die Loons dann nach drüben. Alter... das ist schade. Das ist mal richtig schade. So, jetzt haben wir hier wieder gleich die Lava-Pups. Zack. So. Und Luftabwehr geht gleich down, auf jeden Fall. Ja. Aber wir haben trotzdem noch den Luftfeger, der immer noch übel am Wuchern ist hier. Alter. Das wäre sonst eine richtig easy Nummer gewesen. Ja, und dann wird es jetzt zeitlich knapp. Dann sogar noch hier die Barbaren, die ja noch was machen können, in Anführungsstrichen. Aber der King ist noch dabei. Und
klar, der wird natürlich von den Lufttruppen schön zerschnetzelt, aber der kann natürlich auch wiederum die Barbaren hier richtig schön killen. Und dann läuft die Zeit ab. Alter, ist das ärgerlich. Das heißt wirklich echt, die paar Sekunden haben dann halt echt, ja klar, die haben dann halt gefehlt. Und da waren halt die beiden Gebäude noch da. Alter, richtig ärgerlich. Oh, wir sind schon wieder voll. Wir haben hier ja zack, 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 ordentlich Durchmarsch. Nett. Nett auf jeden Fall. Alleine schon. Ich muss mal gerade gucken, wo wir hier ein Fegerchen haben. Hier. Warum? Ich beschwere mich nicht. Ich halte mein Maul, weil kommt mir natürlich entgegen. Ich würde sagen von oben, weil wir hier einen haben, aber die Bohrer sind natürlich auch noch nicht gemaxt. Von daher, aber ich würde gerne... Sorry, das ist ein bisschen dolle gewesen. Aber auf jeden Fall von hier oben. Auf jeden Fall hier oben. Und zwar King hauen wir dahin. CB droppen wir da. Und wir gehen hier komplett einmal. Ich will die jetzt nicht hier einfach so punktuell droppen und fertig. Sondern halt wirklich schauen, dass die komplett hier reingehen und ihre Session abliefern. King wird geraged. Hier haben wir was Dunkles am Start. Jetzt wäre es natürlich ziemlich nice, wenn die zumindest schon mal eine Luftabwehr... Genau. Hier wird sich schon um eine Luftabwehr gekümmert. Sehe ich das richtig? Genau, die ist down. Und wenn die zweite noch kommen würde, dann würde das hier jetzt ziemlich gut... ziemlich gut aussehen. King lebt noch, ja, okay, bringt mir aber jetzt hier in dem Fall absolut gar keine Punkte. Ich meine, dass der hier jetzt seine Mauer so ein bisschen antackeln möchte, ist natürlich schön. Jetzt kümmern die sich beide darum und das war das Zeichen für mich, weil, Alter, die haben richtig gesplasht. Schade, ich hätte echt noch so ein bisschen mit dem Dunklen gerechnet, aber ich habe oben meine Lager weggeballert, das passt. Das ist in Ordnung, das ist sweet, das ist chillig. Und jetzt nehme ich sogar noch meine 50% mit. Und Alter, der hat ja auch gesammelt, was er konnte, oder? Ich meine, der hat hier seine Kessel am Start. Der hat den alten Weihnachtsbaum am Start. Der ist ja richtig gut dabei gewesen, würde ich sagen. Der Clan heißt Pusher, das glaube ich. Aber den wird es nicht nur einmal geben, oder? Würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt habe ich nämlich noch meine 50%. Und das reicht mir, das passt. Achso, hier, ja, das Homie TV schreibt zu Anton Meyer, man kann maximal 5 Kessel haben, Lügen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist peinlich. Ja, wie gesagt, ich wäre damit auch immer vorsichtig, die Realität sieht ja jetzt anders aus, da muss man halt wirklich, da darf man dann auch nicht so übel aggro sein. Zum Beispiel, gucken wir bei Yartek rein, den besuchen wir, der, von dem weiß ich nämlich auch, der hat auch 6 Kessel. Da haben wir den ersten, da den zweiten, da ist der dritte, der vierte, der fünfte und dort ist der sechste. Also von daher ganz easy. Aber ich meine, die Teslas, da läuft natürlich noch einiges schief, würde ich sagen. Die müssen natürlich schön auf 7 hoch. Ganz klare Geschichte. Daniel Henzel schreibt, Schweine gehen noch nicht auf Drachen. Ja, das ist richtig und das habe ich auch nie behauptet. Es ging darum, in diesem Angriff, dass ich dachte, dass die Schweine relativ schnell weg sind. Und vor dem Drachen wegrennen. Darum ging es. Nicht um Schweine killen Drachen. Das sieht ein bisschen komisch aus und das würden die auch nicht schaffen. Selbst wenn die auf eine Springtrap springen, zack, zack, dann könnten sie sie ja theoretisch erreichen. Aber dann sind sie im Flug nicht gewillt, den Drachen zu killen. Achso, Lukas hat noch geschrieben, beim Robokraft ging es darum, dass er gesagt hat, ey, komm hier, ich lasse da mal ein Dislike da, weil du nur 2 Minuten im Video wirklich gespielt hast und den Rest halt in Anführungsstrichen war Gelabere, sage ich mal. Und das sehe ich auch vollkommen ein. Deswegen, aha, okay, weiß ich, hat euch nicht gefallen, in Ordnung. Dann kann man, wenn man das einfach wirklich erklärt und sagt, ey, pass auf, das hat mir nicht gefallen, deswegen gibt es jetzt ein Dislike, ist das in Ordnung. So soll es sein, wenn man das erklären kann, hey, super, alles in Ordnung. Und wenn man halt einfach auch Ansatz positiv, also nicht positive, sondern richtig ordentliche Kritik da lässt, vollkommen in Ordnung. Passt. So, da sind wir drin. Im Pusher-Clan. Der Babo hat 6, okay. Dann gucken wir gleich mal beim Babo rein, wie die bei ihm stehen. Ja klar, logischerweise außenrum, klar. Innen drin wird ein bisschen schwer. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ja, wie gesagt, da seht ihr halt auch nochmal. Es ist halt möglich, dass man auch 6 hat. Also ich glaube, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Foto sehen würde mit, sage ich jetzt mal, 8 Kesseln, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt gleich für gefotoshoppt halten. Könnte ich mir vorstellen. Der hier wäre ganz nett. Der hier wäre wirklich ganz nett, weil die hier kriege ich mit dem King Down, klar. Und den hier, ja genau, das machen wir so. Die hier haue ich hier einfach mal weg mit. Und dann hauen wir hier mal ganz vorsichtig 5 Drachen rein. Mal gucken, die sollten sich eigentlich gut um die... ganz schnell noch kurz den King geraged. Und jetzt sollten die sich hier schön um die Luftabwehr kümmern. Und dann, die Bogitürme sind nicht so krass. Da sollte ich mit relativ wenig Drachen halt auskommen. Und muss man jetzt halt irgendwo wirklich sagen. Also ich meine, wenn ich jetzt halt eben meine 5 Drachen verballert habe, ohne einen Rage zu setzen, dann sehe ich das so, dass ich mit knapp 200k im Goldbereich doch ganz gut dabei bin. Sonst müsste ich einfach hochrechnen. Sonst, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich meine 10 Drachen setze und sogar noch die Rage-Spells verballere, dann müsste ich ja mehr als 400k Gold kriegen, um gleich auf zu sein. Und von daher lohnt sich das doch auf jeden Fall, da lieber dann mit 5 Drachen ganz easy dabei zu sein und da halt einfach den Loot zu kassieren. Ist halt wirklich einfach immer dieses Hin- und Herrechnen. Reicht's, reicht's nicht, fertig. Und die 200k, die nehme ich gern mit. Klar, die Pokale gehen jetzt in der Zeit auch hoch, klar. Aber auf die habe ich es halt nicht abgesehen. Lords of Water. Ganz easy, ohne Rage. Passt. Ist jetzt auch kein Mega-Angriff gewesen. Klar, auf Town Hall 7 mit Town Hall 8. Nicht wirklich schwer. Hätte vielleicht sogar noch mit einem Drache weniger passieren oder klappen können. Aber ihr wisst selber, steht man schnell da. Mist, hat doch nicht ganz geklappt. Dann hat man ein Problem. Und darauf hatte ich halt keinen Bock. So, und jetzt hier noch die letzte Kanone noch wegnaschen. Und dann ist das nice. Ein perfekter 3-Star. Wow. Klappt. Ja, weil wie gesagt, also in dem Goldbereich will ich halt wirklich gut was reißen. Hab gerade einen Urlauber gefarmt, aber hatte schon bessere. So, das seht ihr dann aber im nächsten Video. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Das wäre eine coole Nummer. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.